Ja, hallo, wir sind hier heute zusammengekommen in einer Dreierrunde, um mal einen kleinen Blick darauf zu werfen, was vergangenes Wochenende im November am ISB so los war. Ihr kennt das ISB alle vermutlich, ISB, das Institut für systemische Beratung in Wiesloch. Und es gibt dort ein sogenanntes Mastercurriculum, also für diejenigen, die dort eine Ausbildung absolviert haben, die können dort nochmal, ich sag mal, eine Schippe drauflegen und sich nochmal den größeren, gewichtigen systemischen Themen widmen. Und wir drei, die wir hier sind, wir sind Caroline, Barbara und ich bin Jule, haben genau dieses Mastercurriculum in 2021, ihr korrigiert mich, absolviert und mit großer Freude genossen. Und einmal im Jahr sind alle Alumni des Mastercurriculums am ISB eingeladen, sich mal für 2 Tage aus dem Alltagsgeschehen ein Stück weit rauszuschrauben, diesem ganzen Aufmerksamkeitshunger, dem wir ja so in dem Alltag unterworfen sind, der Hektik zu entziehen und sich den wirklich gewichtigen Fragen zu widmen. Und genau das haben wir getan. Wir haben uns nämlich, Achtung, 3 wirklich dicken Brettern zugewandt, nämlich Macht, Autorität und Verantwortung. Ja, das sind also für sich genommen schon alles Phänomene, die mindestens mal 2 Tage der Diskussion würdig wären. Wir haben es gleich nochmal kompliziert, typisch Systemiker, haben sie zusammengepackt. Und wir drei hatten die wunderschöne Aufgabe, das Mastertreffen, Nachtreffen, vorzubereiten, ein Stückchen vorzudenken. Und ich spring gleich mal rein und sag, Barbara, wie hast du die Vorbereitung allein erlebt? Wir waren ja zu dritt ganz schön eifrig. Erzähl mal, wie ist es dir mit der Vorbereitung gegangen? Also, ich fand, dass es eine großartige Zeit gewesen ist, die wir miteinander verbringen durften. Du hast es ja schon gesagt, die 3 Begriffe. 2 davon sind tatsächlich auch Schlüsselbegriffe am ISB und es gibt große Modelle dazu. Sich mit denen wirklich in der Tiefe auseinanderzusetzen, das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und alleine, dass wir drei unsere unterschiedlichen Perspektiven und unsere Gedanken zusammenbringen konnten, dass wir überlegen konnten, wie bringen wir das auf die Bühne, wie bringen wir auch ein Stück der Kultur des ISB beim Mastertreffen auf die Bühne. Das fand ich unheimlich bereichernd. Also ich habe schon viel mitgenommen, bevor wir überhaupt in Waldorf Bevor in es dem losging. Hotel angekommen sind. Eigentlich waren wir ja schon durch gewesen, ne? Also eigentlich hatten wir es schon durchdrungen und bearbeitet und bekämpft und hatten da eigentlich die Welt irgendwie schon, wir hatten die Welt schon geordnet. Und das war einfach eine große Freude, ein echtes Fest gewesen. Absolut, kann ich nur bestätigen. Und Caro, es ist ja so, jetzt sitzen da ja Menschen im Kreis, um das vielleicht mal ganz kurz und bildlich zu packen. Es waren ungefähr 30 Menschen waren dabei, also alles Männer, Frauen, die irgendwann, teilweise gerade erst, teilweise vor 15 Jahren ihr Curriculum am ISB absolviert haben, die also, ich sag mal, mit allen systemischen Wassern gewaschen sind, also die wirklich Senior im Sinne der Reife unterwegs sind. Und dann ist das ja eine gewisse Verantwortung, sich mit solchen Begriffen wie Verantwortung innerlich auseinanderzusetzen. Wie bist du so innerlich damit auch umgegangen, zu sagen, ich will jetzt nicht die Schlaufrau sein und trotzdem wollen wir einen inhaltlichen Impuls auch für dieses Wochenende geben? Wie ging es dir damit? Im ersten Schritt natürlich erstmal die Frage, wie bereitet man was für Kollegen vor, die, wie du sagst, mit allen systemischen Wassern gewaschen sind und auch viel, viel Beratungs- oder Business-Erfahrung haben. Und wir haben es ja zu dritt auch diskutiert. Für mich war das Wichtigste eigentlich die Haltung, mit der wir an die Arbeit rangegangen sind. Letztendlich gibt es viele Modelle in Wiesloch. Wir haben uns intensivst mit auseinandergesetzt. Und Barbara hat es ja auch gerade gesagt, wir hatten so das Gefühl, ja, wir sind eigentlich fertig. Wir haben so nur die Zusammenhänge diskutiert und Abhängigkeiten und auch, was bedeuten die Themen für uns selber. Aber letztendlich haben wir gesagt, die Art, wie wir es vorbereiten und vor allem, wie wir es dann auch in den Raum bringen, ist eine Art der Augenhöhe. Also wir haben einen Blickwinkel, den wir anbieten, was an dem man weiterknabbern kann. Und wir werden nicht die Antworten liefern, sondern eher eine gemeinsame Diskussionsbasis schaffen, dass wir alle vom gleichen Thema losdiskutieren können. Und nicht, dass wir die Weisheit mit Löffel gefressen haben und jetzt einen Vortrag halten, damit nachher alle auch Bescheid wissen, sondern die Art, wie wir es getan haben. Und ich habe auch die Resonanz bekommen von den Kollegen, war, dass wir es genauso getan haben. Nämlich zu sagen, wir bieten was an, was man zerlegen kann, was man ergänzen kann. Vielleicht kommt was Neues dabei raus. Und das haben wir uns letztendlich ja auch gewünscht, weil das ist für mich ja auch das Herzstück des Mastertreffens,
dass man sich austauscht, zu neuen Erkenntnissen kommt und schlauer rausgeht, als man reingegangen ist. Und so war es bei mir auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja zwei Funktionen hier mit unserem kleinen Nachklapp, wie wir es nennen. Also wir wollen ja zum einen denjenigen, die vielleicht sich angesprochen fühlen, die vielleicht schon Teil des Mastercurriculums sind oder waren, Lust machen, selbst mal bei so einem Treffen dabei zu sein, in Klammern vielleicht sogar auch eines mal vorzubereiten. Und gleichzeitig werden es ja vielleicht auch Menschen sehen, die gar nicht so nah am ISB sind, also die aber in einer ähnlichen Rolle sind, die sagen, ich bin jetzt hier gefordert, eingeladen, eine Veranstaltung zu kuratieren, die genau in der wunderschönen Haltung, Caroline, wie du es beschrieben hast, auf Augenhöhe vollzogen werden kann. Deswegen glaube ich, dürfen wir mal so ein bisschen was konkreter reinpacken, nicht auf der inhaltlichen Ebene, sondern was genau haben wir gemacht? Vielleicht mal so 2, 3 Punkte, nicht das gesamte Agenda-Programm, aber Barbara, wie sind wir so durch die Tage geschritten? Also ich glaube, das Wichtige war natürlich auch nochmal darauf zu schauen, wie wir auch didaktisch das, was wir mitgebracht haben, aufbereiten können und wie alle gemeinsam ihre systemischen Perspektiven tatsächlich auch einbringen können und wie vielleicht auch nochmal etwas Neues im Raum entstehen kann. Also es ging natürlich um den Blick auf die unterschiedlichen Systemebenen, auf Organisation, auf Team, auf das Individuum, auf uns selbst. Was machen diese Themen mit uns selbst? Immer auch mit dieser Frage von, wenn wir in unserer professionellen Rolle als Beraterinnen und Berater unterwegs sind, wie können wir auch im Sinne einer guten Selbststeuerung gut mit diesen 3 Themen auch tatsächlich umgehen. Und dafür haben wir zum einen angeboten ein Journaling-Format, also ein paar Vorlagen, wo jede und jeder hineinarbeiten konnte und anhand von einer bestimmten Reihe von Fragen Gedanken zu Organisation, Team und auch sich selbst zu notieren und so ein bisschen in die Vertiefung zu gehen, überhaupt mal in Kontakt zu gehen und Wahrnehmung aufzunehmen zur eigenen Haltung zu den 3 Themen. Und wir haben natürlich auch verschiedene Gruppenphasen gehabt, in denen anhand von bestimmten Fragestellungen, die wir vorbereitet haben, Untergruppen dann gearbeitet haben. Da ist Großes entstanden. Also da hat man wieder gesehen, wenn so viel geballtes systemisches Beratungswissen im Raum ist, was da alles entstehen kann. Das war ganz großartig gewesen. Jetzt ist es ja immer eine Sache, auf einer Party gewesen zu sein und eine ganz andere, von der Energie einer Party zu erzählen. Ihr kennt dieses Thema. Ja, das lässt sich nicht immer so super gut übertragen. Und trotzdem versuche ich es mal. Caro, was würdest du sagen oder was hast du vielleicht auch in deinem Umfeld erzählt, was haben wir da so erfahren? Wie war so die Stimmung, die Gestimmtheit, würde der liebe Klaus Eidenschink sagen? Also wie war das Miteinander in diesen 2 Tagen? Mein Erleben, also vor allem im Plenum, zusammen im Raum, in den Diskussionen, war eine unglaublich engagierte, war auch eine sehr reflektierte, weil natürlich die Themen Macht, Autorität, Verantwortung ja viel mit einem auch persönlich machen. Und das hat man schon vielleicht auch gerade durch das Journaling, wie angesprochen, gemerkt, dass da eine Tiefe da war, auch in den Diskussionen, eine große Reflektiertheit. Es gab aber auch Momente, wo manche reingesprungen sind, wo man in der Gruppe gemerkt hat, huch, ne, da sind wir jetzt vielleicht gar nicht so der Meinung. Da hat man dann auch die Energie im Raum gespürt. Und ein inhaltlicher Punkt bei Macht ist ja, dass es nie ohne Macht geht, sobald 2 Personen zusammenkommen. Also spielt ja das Prinzip von Macht schon eine Rolle. Und jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, zum Beispiel in meiner Gruppenarbeit, in der ich dann dabei war. Wir haben ja als Moderatoren dann in den Gruppenarbeiten auch mitgearbeitet, weil bei so einem spannenden Thema wollten wir ja nicht nur moderieren, sondern ja auch selber lernen und wachsen. Und da hat eine sehr kluge Kollegin, wie ich fand, kurz vor Schluss gesagt, wir haben noch 5 Minuten und wir sind doch eigentlich super weit inhaltlich gekommen. Lasst uns doch, wenn wir schon Macht, Autorität und Verantwortung als Thema haben, genau jetzt mal uns selber betrachten, über uns selber sprechen. Ne? Was für Machtautomatismen oder auch wem hat man Autorität zugesprochen? Wer ist in welche Verantwortung gegangen? Und haben das tatsächlich reflektiert in der Gruppe und das fand ich unglaublich spannend. Und natürlich, das zeugt auch von großem Vertrauen. Also das ist so was auch, was ich finde, was das ISB ausmacht oder unsere Mastergroup, die Peers, dass man sich so mit sehr viel Wohlwollen, Vertrauen und auch einer Ehrlichkeit und Offenheit, die uns alle wachsen lässt, begegnet. Und das war in der Gruppe für mich ein ganz spannendes Erlebnis und für alle anderen auch. Ja, total. Und ich sag mal, da kriegt man es schon mit sich selbst zu tun auch. Und
Ich fand auch eine Bemerkung, wo wir gerade bei Nähkästchen sind, ganz spannend, dass eine unserer Teilnehmerinnen sagte, sie hat beobachtet, dass Macht besonders oft angespielt wurde. Also wenn wir mal so eine Fußballmetapher aufgreifen würden, das war der Spieler mit den meisten Ballkontakten aus Gründen. Ja, und da würde ich absolut mitgehen. Bei Autorität waren wir eher so an dem Punkt, dass wir sagten, es ist spannend, dass diese Kraft ja wirkt, dieses Phänomen. Und wie gesagt, wir tauchen jetzt hier nicht inhaltlich ein, nur vielleicht so viel, dass es aber sehr wenig explizit besprochen wird. Und verleitet uns das nicht manchmal dazu, zu denken, nur weil etwas nicht besprochen wird, ist es nicht existent? Ja? Also für mich eine ganz große Frage. Wie ging es dir mit dem Thema Verantwortung, damit wir da zumindest mal der Fairness halber diesen drei Gesichtspunkten ein bisschen die Waage halten, Barbara? Was hast du da beobachtet? Ich würde das tatsächlich auch nochmal bestätigen, dass, ne, also wie hattest du es gesagt, Macht die meisten Treffer hatte. Vielleicht liegt es auch daran, dass Macht tatsächlich so ein Thema ist, was ganz viel mit uns allen macht, im wahrsten Sinne des Wortes, also mit einer großen Emotionalität auch tatsächlich begleitet ist. Und ich nehme es auch so wahr, dass Autorität vielleicht der Begriff ist, der am schwersten zu fassen ist. Also ne, nach Jule, du hattest ja nach Frank Baumann-Habersack Autorität so als eine Zuschreibung definiert. Das ist schon schwierig, irgendwie das auch so überhaupt tatsächlich greifbar zu haben und das besprechbar zu machen, während Verantwortung für mich im tiefsten Sinne tatsächlich auch das ist, was diese beiden anderen Begriffe auch zusammenhält. Sowohl Macht als auch Autorität rufen nach Verantwortung und verlangen nach Verantwortung, verlangen, dass wir in Verantwortung gehen. Und das ist, glaube ich, na, also dieser Dreiklang entsteht für mich tatsächlich nur durch die Verantwortung. Ja, ich glaube auch. Also wir haben ja da sehr schnell die drei Begriffe einfach mal an die Wand geschrieben und haben uns erlaubt, eine Verbindungslinie zu ziehen. Ich sag mal so, da war schon eine kleine Intervention im Raum. So, liebe Leute, wir wollen euch aber jetzt auch ein bisschen in der Spannung und in dem Ungewissen lassen, wenn ihr Interesse habt, zu erfahren, was genau da passiert ist, beziehungsweise auch nochmal in die Aufzeichnung, in die Materialien zu schauen. Das ESB wird da einiges zur Verfügung stellen. Wir würden gerne hier jetzt an der Stelle mit einem kurzen geteilten, vielleicht Haupterkenntnis schließen. Und ich fange mal bei dir an, Caro. Was nimmst du vielleicht, wir stellen diese Frage sehr oft am Ende von Seminaren und sie ist so unendlich schwer, weil wir uns auf eine Sache beschränken müssen. Und wenn ich dir das doch mal zumuten darf, was würdest du da benennen wollen? Inhaltlich ist es ganz klar das Thema, dass ich gelernt habe und dass ich auch den Eindruck hatte, dass es viele mitgenommen haben, sich seiner eigenen Macht bewusst zu sein, die man schlicht und einfach öfters mehr hat, als man denkt, und das mit der Verantwortung zu paaren. Also das inhaltlich ist für mich ein ganz großes Thema, die Bewusstheit selber, welche Macht eigentlich man durchaus in vielen Situationen hat, selbst wenn man sich manchmal möglicherweise ohnmächtig fühlt. Und jetzt vom Atmosphärischen und vom Gruppenprozess, wie auch immer, es ist einfach eine Bereicherung, mit so klugen Menschen sich über ein Thema auseinander zu unterhalten und auseinanderzusetzen, die viel dazu zu sagen haben und mit dem man einfach bereichert nachher rausgeht. Und das, finde ich, haben für mich die zwei Tage ausgemacht. Tatsächlich die Menschen. Thema war spannend, aber die Menschen, die da waren, das hat es sehr besonders gemacht. Dankeschön. Und Barbara, was nimmst du mit? Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist für mich, dass es wichtig ist, die drei Phänomene Macht, Autorität und Verantwortung tatsächlich besprechbar zu machen. Und dass eine gute Fehlerkultur und psychologische Sicherheit wirklich die Rahmenbedingungen dafür sind, dass das wirklich auch gelingen kann. Das fand ich so die allerwichtigste Erkenntnisse. Und vielleicht nochmal auf das Event schauen, denke ich, dass die Vernetzung, die ja zur Kultur des ISB wirklich im Kern dazugehört, für mich auch immer die größte Bereicherung ist, egal wo auch immer, in welcher Konstellation auch immer, Menschen aus dem ISB-System irgendwie zusammentreffen. Absolut. Es fiel sehr, sehr häufig der Begriff der professionellen Heimat.
Ja, der Lernheimat, und das kann ich nur bestätigen. Ich würde auch sagen, also dieses Prinzip des Übersummativen, ja, das Zusammenbringen der vielen unterschiedlichen Perspektiven, dass daraus noch viel mehr entsteht, also übersummativ, das ist immer wieder sehr beeindruckend. Und ich persönlich habe auch für mich sowas mitgenommen, so kleine Note to myself. Jedes Modell, und sei es noch so banal, ist oder Achtung, trägt das Potenzial, eine Zumutung für die inneren Kategoriensysteme der Menschen zu sein, denen man sie anbietet. Und da dürfen wir als BeraterInnen ganz vorsichtig und auch behutsam tappen, was wir der Welt, ich sag's mal in Anführungszeichen, auch manchmal zumuten. In diesem Sinne, habt herzlichen Dank, ihr beiden. Es war mir eine Ehre, eine Freude, mit euch diese Reise zu gehen, die Vorbereitung, die Durchführung, jetzt den Nachklapp. Und ja, das ist eine Art und Weise, wie auch enge Freundschaften entstehen können. Also von daher, vielen Dank. Ja, wir danken dir, liebe Jule. Es war schön mit euch.